Servus liebe World of Warcraft-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zur Feier des Tages, zur Feier des Wochenendes, spielen wir heute mal wieder eine richtig saftige Runde Plunderstorm. Also ob sie saftig wird, ich habe keine Ahnung. Wir gucken uns das Ganze mal an. Wir sind wieder im Duos-Modus unterwegs, natürlich immer im Duos-Modus jetzt. Ich habe zumindest im Laufe der vergangenen Tage ein bisschen was über das Spiel gelernt, was man vielleicht besser machen kann und sollte. Allerdings habe ich dann meistens mit, wie im Video von Freitag mit Michelle zusammengespielt, wo man sich halt auch gegenseitig absprechen konnte. Das macht das Ganze wesentlich einfacher, muss man mal dazu sagen. Und jetzt looten wir hier schön diese epische Truhe. Und will ich das? Ja, komm, fuck it. Wenn du es nicht nimmst, dann nehme ich's. Dann holen wir uns jetzt die schneidenden Winde. Und ja, theoretisch geht es sehr, sehr viel darum, dass wir uns, wenn man hier zu zweit... Warum ist das hier drüben? Wenn man zu zweit unterwegs ist, dass man sich eigentlich ein bisschen aufsplitten sollte, gerade so in dieser Anfangszeit, um zu schauen, okay, der eine farmt hier, der andere farmt da, der andere farmt das. Wir sind noch dazu, na gut, man will, und okay, da unten ist ein anderer Spieler auf Level 2, man will nach Möglichkeit nicht im rechten Bereich der Map landen, da es da absolut abgefuckte EP gibt und die Mob-Spawns nicht so geil sind, etc. pp. Wir machen jetzt nochmal hier die nächste Truhe auf und von mir aus kann gerne der andere Spieler jetzt hier reinkommen. Vielleicht hat er Bock auf eine Keilerei, vielleicht sagt er sich aber auch, nö, mit euch wollen wir nichts zu tun haben, Bruni. Scheinbar will er mit uns nichts zu tun. Okay, sie sind zu zweit. Ich würde eigentlich gerne da reingehen. Komm, komm. Komm, die holen wir uns, Brudi. Die holen wir uns, Bruder. Die holen wir uns jetzt. Wieso, weshalb, warum dieses Video? Eigentlich wollte ich nur mal drauf aufmerksam machen, welchen Progress... Oh, da ist schon der erste Tod! Putz! Welchen Progress ich mittlerweile gemacht habe. Ich bin jetzt, glaube ich, Stufe 18, 17... Irgendwie sowas. Nice. Wenigstens das halt 17 bin ich. Also wir haben schon ein paar Belohnungen eingesackt inzwischen. Das ist ganz gut. Jo, Brudi, gönn dir das. Und ja, jetzt ist es halt... warum ist hier alles auf der linken Seite? Das nervt mich. Mein Interface ist broken. Wie soll man da auch noch vernünftig spielen können, frage ich mich. Also, wir gucken einfach mal in diesem Video, ob wir es jetzt vielleicht irgendwann schaffen können. Ich habe immer noch keine einzige Runde gewonnen. Das macht mich sehr, sehr traurig. Da hinten ist ein anderer Spieler auf jeden Fall. Da sieht man diesen Flammenwirbel. Wir sind leider nicht allzu gut gespawnt, das muss man jetzt sagen. Also, leveltechnisch könnte man vielleicht sagen... Oh, shit. Die sind Level 4. Ich weiß nicht, ob ich da reingehen möchte. Nee, let's run away. Ich möchte da nicht rein. Ich möchte da nicht rein. Und mein kleiner Vulpera bleibt hängen. Ja, wie gesagt, wir sind nicht allzu gut gespawnt. Also idealerweise wäre es irgendwo anders gewesen mit einer höheren Dichte an Rare Mobs. Man kann jetzt zwar hier immer noch so ein bisschen vor sich hin leveln, ne? Aber ihr seht, es geht sehr, sehr langsam voran. Ich habe immer noch keine Fähigkeiten auf den Slots 3, 4. Da hinten ist auch ein anderer Spieler. Da hinten auch. Holy shit, ey. Wir sind hier ziemlich eingekesselt, würde ich jetzt mal behaupten. Da ist auch gerade jemand anders gestorben. Wir sind hier ziemlich eingekesselt. Und ich würde behaupten, was haben die für ein Level? Level 5. Also, kann man schon reingehen? Ja. Könnte man reingehen, die sind gerade gelevelt, Level 6. Oh boy, ich glaube, wir werden auf sie treffen. Terra läuft da rein, Terra läuft da rein. Beware, beware. Alles Sachen... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Komm, nimm dir den Bebensprung mit, Brudi. Willst du ihn nicht? Dann nehme ich ihn mit. Ich fürchte, die... Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich finde das immer so unangenehm. Oh Gott, scheiße. Komm, fuck it. Rein da! Yalla!
Oh shit, und mein Gesundheitsgebräu wurde abgebrochen. Definitiv nicht das, was du haben willst. Und ich bin tot. Ich bin tot. Ach, dammit. Keine gute Runde. Da müssen wir noch eine dranhängen, würde ich sagen. So, schauen wir mal, wo uns Herr Garden jetzt runterbringt. Ganz guter Spot. Ja, die Mine ist okay. Die Mine ist okay tatsächlich. Da ist drumherum auch noch ein bisschen was, was man absnacken kann. Und oftmals hast du da tatsächlich. Also hier hast du sehr, sehr viele Mobs, die du so zusammenpullen kannst. Das ist tatsächlich ganz gut. Meistens stehen sogar auch noch ein paar Truhen hier rum. Wenn man lucky ist. Hier oben ist auch. Oh, Baby. Eine lila Truhe, eine Goldtruhe und ein Rare Mob. Das ist ziemlich saftig. Ich habe jetzt zwar noch keine Fähigkeiten hier, aber es sollte auch so vonstatten gehen. Der hat den Blitz, ne? Hat er den Blitz? Nimm ihn dir, Bruder. Dann hat er ihn zumindest auf Rang 2. Habe ich zwar noch keine Fähigkeit dadurch, aber letzten Endes, who cares? Böse werde ich jetzt nur, wenn er sich hier die epische Fähigkeit nimmt. Aus der magischen Truhe. Oh, und es ist Bebensprung. Fantastisch. Klasse. Damit kann ich zumindest so gut wie gar nichts anfangen. Oh, und nochmal zwei Goldtruhen, Baby. Alter, was ein Spot hier. Oder was eine Landung. Also, das ist schon gut, diese gerade. Das ist schon sehr, sehr gut. Und ihr seht, das ist das, was ich eingangs meinte, wenn beide Spieler irgendwie, ne? Sich ein bisschen aufsplitten, der macht dies auf, der macht das auf, kriegt man sehr, sehr schnell Beute und kommt an Sachen. Jetzt gilt es nur darum, ich bräuchte halt jetzt Angriffsfähigkeiten, ne? Also, wir sind zwar jetzt relativ schnell aufgelevelt. Oh Gott, da sind andere Spieler. Wir sind zwar relativ schnell aufgelevelt, aber ich hab halt, ne? Ich hab gar nichts hier. Da ist wieder eine goldene Truhe. Eieiei, das ist jetzt gerade echt eine Runde hier, die ist wirklich. Weiß ich nicht. Oh shit, wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Das muss ich halt mit meiner fucking. Nein! Herr Garden, mach was! Ich hab halt echt nichts, ne? Und wir werden höchstwahrscheinlich wieder sterben. Weil Herr Garden stirbt. Eieiei, ich hau ab. Fuck it. Wenn sie mich jetzt vielleicht in Ruhe lassen und Hergarden nicht sofort lieft, aber sie lassen mich nicht in Ruhe. Lassen sie mich jetzt in Ruhe. Sie gehen auf jeden Fall auf den Bären. Das ist gerade ganz schwierig zu sagen, was ich jetzt machen soll. Ich brauche halt unbedingt eine Angriffsability, aber ich habe gar nichts. Und ich glaube, sie verfolgen oder sie wollten mich weiterverfolgen, haben mich aber jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, aus den Augen verloren. Wenn jetzt Hergarden in der Runde bleibt. Was ich mir wünschen würde, können wir hier den Dude jetzt abfarmen, den Centurio, Level 6 machen. Okay, wir haben zumindest eine Angriffsfähigkeit. Das ist ja schon mal was. Und jetzt sammeln wir hier noch ein bisschen ein. Und jetzt, wo ist Hergarden gestorben? Da drüben. Da drüben.
Jetzt haben wir das Schild mit. Wir versuchen die Runde noch irgendwie zu retten. Auch wenn es nicht gut läuft, aber je länger wir durchhalten, vielleicht geht noch irgendwas hinten raus. Vielleicht geht noch irgendwas hinten raus, um ein bisschen mehr Plunder abzustauben, um ein bisschen mehr Beute abzustauben. Warum sage ich immer Plunder? Um ein bisschen mehr Beute abzustauben. Das hat schon mal ziemlich gut funktioniert, würde ich behaupten. Das hat schon mal ziemlich gut funktioniert. Jetzt könnte er sich hier ein paar Fähigkeiten reinsnacken. 164 Leben hat er, heißt er ist Level 5. Das ist natürlich dann auch, wenn er tot ist, kriegt er jetzt nicht die EP, die ich einsammle. Weil jetzt ist er Level 6. Und was kriegt er da? Erdbrecher. Ist okay. Ist okay. Also, ist jetzt nicht gut gerade. Oder lief nicht allzu gut für uns, aber eventuell können wir hier noch ein bisschen was draus machen. Wir werden sehen. 13 Truppen noch am Leben. Was haben wir da oben? Heiliger Schild. Ja, ist halt auch alles scheiße. Und hier wurde halt auch schon alles abgefarmt. Die Rare Mobs, die Mine da unten dürfte abgefarmt sein. Das ist... Ja, da unten ist alles leer. Sind wir nicht sogar von der Mine gekommen? Ich glaube, da waren wir doch sogar, oder? Holy shit, bin ich dumm. Sorry, sorry, sorry. I'm stupid. Jetzt kann es eigentlich nur noch darum gehen, bestmöglich ein bisschen Beute abzustauben. Und keine Ahnung. Mit der Crackpfeife am Ende zu warten, werden sich alle umprügeln und dann gehen wir rein oder so. Level 7, ja. Ist okay. Könnte besser sein. Gucken wir mal, was hier so ist. Da haben auch alle die Rare Mobs mitgenommen, auch den im Turm oben. Schade Schokolade. Wobei, da drüben. Da drüben ist der Rare Mob. Was noch eine Possibility ist. Ich weiß nicht, was er jetzt macht. Oh nein, da sind andere Spieler. Da sind andere Spieler. Und er wird auch angegriffen, oder? Ah ne, nur vom Feuerelementar. Ich dachte schon. Gut, der Rare Mob da ist jetzt natürlich auch weg, weil andere Spieler. Das ist halt scheiße. Jetzt kannst du halt nur so Bums-Raptoren und sonst irgendwas abfarmen. Da ist ein anderer Spieler. Level 7. Der scheint aber alleine unterwegs zu... Ne, dahinter ist noch einer. Ich sag mal vom... Oh, da hinten liegt richtig viel Beute rum. Sag mal, vom Level her sind wir gar nicht mal so beschissen unterwegs. Dafür, dass die Runde so suboptimal lief. Aber dieses Wegrennen und... Wegrennen und Wiederbeleben und sonstiges, das hat halt sehr viel Zeit gekostet. Jetzt will ich gerne da oben hin, um zu gucken, ob da vielleicht ein paar nette Fähigkeiten liegen, die wir uns einverleiben können. Exklusive Krähenfüße, Ketten. Ich nehme den Wirbel mal mit. Die Ketten können wir mitnehmen. Das können wir auch mitnehmen. Oh, Baby. Nimm die Fisch. Nimm die Fisch. Oder nimmst du nicht die Fisch? Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen bessere Fähigkeiten. Es leben noch 6 Truppen. Der wird uns höchstwahrscheinlich... Hat er uns entdeckt?
Boah, die sind Level 10, das ist ja räuslich. Gräuslich, räuslich. Also das wird definitiv wieder so eine Wegrennrunde sein. Mit Level 7. Ja, hier ist halt... Hier ist alles abgefarmt, ne? Hier ist alles abgefarmt. Hier werden wir nichts mehr bekommen. Hier wirst du auch nicht mehr... Oh shit, oh shit. Ja, das sind die Level 10er. Und damit dürfte unsere Runde jetzt vorbei sein, würde ich behaupten. Ja, das war's. Also, wir haben es versucht, noch lange zu retten. Wir haben noch ein bisschen Beute mitgenommen. Wahrscheinlich war das aber am Ende sogar der falsche Weg, weil es zu viel Zeit gekostet hat. Nichtsdestotrotz, sechster Platz. Wir schaffen es immer noch nicht zu gewinnen. Aber gut, was willst du machen? Immerhin bin ich jetzt Rang 18. Ist ja auch schon mal was. Wir bleiben weiter dran, gucken weiter zu leveln. Und ich muss zugeben, mittlerweile macht dieser Modus doch ein bisschen Spaß. Dementsprechend schreibt gerne mal in die Kommentare, wie weit ihr inzwischen seid. Bis dahin, habt eine gute Zeit, reingehauen.